Fast jeden Monat gibt es im Technikmuseum an der Dodendorfer Straße eine Sonderveranstaltung. Diesmal ging es um die Faszination der Modellbahnwelt. Und die Besucher ließen sich nicht lange bitten, egal ob groß oder klein. Zwar gibt es keine Riesenanzahl von Anlagen zu sehen, dafür ist der Platz im Museum zu klein. Aber ein paar Besonderheiten. Das waren diesmal eine ca. 50 Jahre alte Portalkrananlage und eine noch viel ältere 4x2 Meter große Anlage in der Spur 0. Die stammte von Günter Schulz. Ist die Spur 0 und das Anlagenalter geht bis auf die 30er Jahre zurück. Der Grundkreis ist von der Firma Märklin, Mitte der 30er Jahre hergestellt, wurde mir als Kind geschenkt 1947. Dann kam ein weiterer Kreis dazu von der Firma Krause mit einer Lokomotive und ein paar Wagen dazu und vor allen Dingen sehr viel selbstgebaute Anhänger dazu noch. Und Mitte der 50er Jahre kam dann von der Firma Stadt Ilm und von Zeuge noch Material dazu. Ein Kreis von Zeuge, ein Doppelstockzug mit einer E-Lok von Stadt Ilm und Zeuge und ein D-Zug mit einer Dampflokomotive und mit 5 Waggons dazu von der Firma Stadt Ilm. Also eine Wechselstrom-Gleisanlage. In der Mittelstrine ist die eine Stromzuführung, auf den beiden Seitenschienen die zweite Stromzuführung. Der Rückwärtsgang und der Vorwärtsgang wurde an der Lokomotive direkt gestellt. Man konnte es also nicht vom Trafo aus bedienen. Die späteren Lokomotiven von Stadt Ilm und auch von Zeuge, die mussten dazu speziell umgebaut werden mit einem Kippschalter. Und das wurde damals auch gemacht, denn später fuhren die Lokomotiven ja mit Gleichstrom. Wie oft haben Sie eigentlich mit der Anlage früher und auch jetzt gespielt? Also bis 1960 Weihnachten und im Sommer. Während der Sommerferien so 14 Tage bis 3 Wochen und Weihnachten eine Woche bis anderthalb Wochen. Das heißt, Sie haben sie dann immer auf und wieder abgebaut? Aufgebaut und wieder abgebaut und das Kinderzimmer glich dann einer reinen Eisenbahnfläche. Meine Mutter konnte dann keinen Staub saugen, keinen Staub wischen. Es wurde eben alles untersagt. Überall lagen Drähte rum. Und das war eben ein echtes Kinderspielzeug. Haben Sie jemanden, der die Anlage mal später von Ihnen übernimmt, in der Familie? Nein, die Anlage verbleibt im Technikmuseum. Ach so. Ich habe sie Ende August dem Technikmuseum übergeben, mit der Auflage, sie möglichst gut zu betreuen und für viele zugänglich zu machen, damit sie einen weiteren Sinn hat. Denn bei mir würde sie im Keller nur verstauben, das hat dann keinen Zweck. Es wäre schade drum. Gut, dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen viel Spaß und sehen Sie sozusagen Ihre Anlage dann nochmal einmal im Jahr hier. Denn. Und Herr Schmidt ist vor allen Dingen derjenige, der die Anlage hier aufgebaut hat. Und ihm ist an sich diese Platte hier zu verdanken, denn 4x2 Meter, das ist eine ganz schöne Größe. Das kriegt man in keiner Wohnung mehr unter. Und auch in meinem Keller würde ich das nicht schaffen, obwohl er recht groß ist. Auch die Häuser auf der Anlage stammen aus dem Technikmuseum. Schön, dass Herr Scholz seine Anlage somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Die Diesdorfer waren mit ihrer schon bekannten Gartenbahnanlage auch wieder vor Ort und für die kleineren gab es außerdem die Möglichkeit, an einem Malwettbewerb zum Thema Eisenbahn teilzunehmen oder auf einer Autorennbahn um die Wette zu fahren. Mit der Resonanz waren die Museumsmitarbeiter voll zufrieden. Wir haben das erste Mal dieses Thema an einem Sonntag nur. Wir hatten zwar in den vergangenen Jahren schon eine kleine Modellbahn aufgebaut, aber in dem Umfang haben wir es dieses Jahr das erste Mal. Zufrieden bin ich völlig. Denn ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber ungefähr 500 Besucher waren schon hier und das ist für so eine Kinderveranstaltung eine ganze Menge. Wir haben schon jetzt gewundert, der Parkplatz ist ja fast so voll wie in der Woche hier. Ja. Also Sie haben auch denn sicherlich vor, so was denn vielleicht jedes Jahr zu machen, so kurz vor der Weihnachtszeit, da bietet sich das ja mal an. Das ist richtig, wir werden es auf jeden Fall wiederholen aufgrund dieses Andrangs heute hier. Wir werden in 4 Wochen ist die nächste Veranstaltung für Kinder, da werden wir einen Teil der Bahn wieder aufbauen. Für Kinder ist das ja immer ein Erlebnis, solche Modellbahnen. Aber wir werden nächstes Jahr wieder in der Planung solchen Modellbahntag einrichten. Was gibt es bis Jahresende noch zu sehen, vor allem im Dezember noch? Ja, da möchte ich mich bedeckt halten, denn es läuft unter Weihnachten im Museum auch schon zum 5. Mal dieses Jahr eine Veranstaltung. Da sind eigentlich die Überraschungen das Wichtigste für die Kinder. Auf jeden Fall Kinder wieder freien Eintritt und naja, ein bisschen was zum Naschen gibt es, Kakao und so weiter. Und sonst ein paar Überraschungen hier, die ich nicht verraten möchte. Weihnachten im Museum mit Unterhaltung, Spiel, Spaß und Überraschungen wird am 11. Dezember von 10 bis 16 Uhr stattfinden. Kinder haben wieder freien Eintritt. Die Mitarbeiter sind schon bei den ersten Vorbereitungen und 2012 geht es weiter. In 4 Wochen wird der Plan für das nächste Jahr gedruckt sein, der ist zurzeit in Arbeit und dann können sich alle wieder informieren. Oder im Internet auf unserer Homepage unter dem Link Hallo Kinder. Das ist ja quasi jeden Monat immer irgendeine Sonderveranstaltung, kann man fast sagen. Ja. Das ist richtig, jeden Monat. Außer im Januar, da ist hier viel zu kalt, also das haben wir uns rausgenommen aus dem Programm. Aber ansonsten jeden Monat wieder etwas. Leider hängt vieles vom Geld ab und nach jetzigem Stand
stehen auch beim Technikmuseum Kürzungen bei den städtischen Zuschüssen ins Haus. Da ist es umso erfreulicher, dass es noch Spender gibt. Vor allem für die Wiederaufarbeitung des Motorwolfs wird dringend Geld benötigt. Neben dem Urenkel von Rudolf Wolf, Professor Jörg Balzer, der dafür 4.750 Euro zur Verfügung stellte, und den Hengstmännern, die sich mit 500 Euro beteiligten, übergaben die Magdeburger IFA-Freunde mit Frank Schuster an der Spitze am vergangenen Freitag einen Scheck über 1.000 Euro. Das Geld war beim jüngsten Oldtimer-Treffen zusammengekommen und wurde vom Museumschef Gerhard Unger freudig entgegengenommen.